Morgen. Morgen. Und wie viele Stunden geschlafen? 5. Wir haben sogar die Bettwäsche abgezogen, alles in den Korb getan, Handtücher weg, quasi bezugsfertig wieder. Meinte ich so, ja komm Victor, lass das ordentlich machen. Der so, ah nee, scheiß drauf, das kann der Robin nachher machen. Hubertus, Hubertus, Hubertus. Ja, Victor. Du weißt, dass du mit dem Feuer spielst. Guten Appetit, Victor. Kriegst von mir 2 Euro, wenn du das isst. 2 Euro? Ja. Ja, nie im Leben mache ich das. Wir haben jetzt gefrühstückt. Wir wollten eigentlich jetzt schon an der Müritz sein. Oh, ich hab verraten, wo es hingeht. Müritz. Müritz? Ja. Das ist ja für mich Premiere, daher darf ich das noch so aussprechen. Ich war da noch nie. Aber Müritz. Wir dachten, wir gehen noch mal jetzt in den Hafen schnell. In den Hafen gibt es immer ein paar Barsche. Gucken wir mal, ob wir da noch schnell einen ans Band kriegen und danach setzen wir uns direkt ins Auto, ne? Ja. News, I got good news. It is the best news in the world to me. Ich habe gerade dem Robin kurz meine Route gegeben, weil ich einen Hänger hatte. Ja. Und es war gar kein Hänger, sondern es war ein guter Barsch. Ja, Fail, sag ich mal. Fail hoch 10. Nee, aber der hat erst zugepackt, nachdem der Hänger da war. Ja, ist so. Hat er wirklich. Victor, schöner Barsch. Die Wahrheit ist nämlich so. Hubertus hat was an seiner Route gespürt und dann, Robin, Robin, schnell, komm mal, nimm mal, ich hab einen. Hol mir den mal raus. So war das nämlich. Ja, da ist er. Mein erster Barsch. Überhaupt? Nein, bist du Jeck. Aber hier am Steg, am Steller so. Fertig. Die Bisse, ne? Mhm. Die machen wirklich richtig. Tada. Klebt? Der nächste klebt. Man nannte ihn auch den Barsch Hubertus, ne? Aber der ist schon ein bisschen besser. Ui. Oh, boah, gut, dass ich eine Brille an hatte. Mir ist der Jig gerade voll hier hingeknallt. Echt? Wenn du weitermachst, schaffen wir jetzt unseren Plan heute nicht. Ja, aber irgendwie macht das gerade süchtig. Ah. So, Hüb, ich würde sagen, es war der letzte, oder? Ja, letzter Fisch. Wobei, Einwurf darf ich doch noch machen. Oh, Alter, okay, aber dann lass wirklich los. Dann fahren wir wirklich, versprochen. Victor, mach's gut, hat mich gefreut. Seid ihr immer noch da? Eine Ehre, ja, wir sind immer noch da. Wir hauen jetzt aber ab. War mir eine Ehre. Ja, was schön mit euch, Männer. Hubertus, der ist schon richtig heiß. Der ist nämlich jetzt irgendwo an der Tankstelle und da ist ein Fluss. In diesem Fluss hat er gerade richtig viele Döbel gespottet. Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht einfach, selbst wenn man die Fische sieht. Es ist wieder 30 Grad im Schatten. Aber es ist auf jeden Fall geil, so Sichtfischen finde ich ja am geilsten. Victor! Alter, was ist los? Ich bin einen richtig geilen Spot gefunden. Da stehen richtig geile, tolle Riesendöbel. Die moderne Warthose. Boah, geil, Victor. Boah, hast du gesehen? Boah, Alter, guck dir die Kirschen krass, an. Alter. Boah, ist das geil! Gummi am kleinen Haken bin ich jetzt einfach an die Fluorcarbon dran. Den werden die bestimmt sofort nehmen. Ah, ich weiß nicht genau. Also wenn wir jetzt zu viel schmeißen, was die nicht wollen, dann sind die vielleicht, weißt du? Ja. Also ich würde lieber einen kleinen Wobbler nehmen, ohne Scheiß. Ja, können wir machen, okay. Wir gucken gerade nach Grashüpfern. Er sagte, Grashüpfer ist hier der Köder Nummer 1 eigentlich. Echt, ja? Kennt er sich aus, ja? Ja, kenn ich wohl aus. Was hast du da jetzt für eines? Von Andreas aus der Ultra Lightbox. Da sind immer so ganz kleine, so käferartige Wobbler drin. Mhm. Ich glaube, die rocken. Genau der. Die gehen rauf, ne? Ja, aber die kleinen Scheiße. Die sind nicht doof wahrscheinlich hier. Nee. Das sind wahrscheinlich nicht die ersten, die hier reinschmeißen. Wie heißt du überhaupt? Johann. Freut mich. Danke für den Grashüpfer. Johann hat uns nämlich einen Grashüpfer gesucht. Genau, der hat uns einen Grashüpfer besorgt. Und den machen wir jetzt mit Knetpaste. Das ist so ein Knetbissanzeiger. Auf Fliegenfischen kennt man das. Probiere ich das jetzt mal aus. Da hinten, siehst du den? Da hinten, ne? Das ist gleich der erste ran, ja? Ja, scheiße, Grashüpfer ab. Ja. Die Kleinen haben den abgemacht. Hubertus hatte gerade einen Grashüpfer dran, war sofort ein Biss drauf. Deswegen habe ich jetzt halt die Fliegenroute, weiß nicht, ob man das erkennen kann, mir so einen Grashüpfer angemacht. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Der sieht relativ echt aus. Weiter hinten in dem Gumpen. Genau da, ja. Boah, der war der erste Fisch schon, ne? Boah, da kam ein schöner hinterher. Schöner? Ja, mittelschöner. Genau da, lass landen. Ja, wunderbar, lass liegen. Die gucken nur, drehen wieder ab. Dann werfen wir jetzt einmal hier hin. Sehr gut. Lass. Aber weißt du, was das ist? Das Auftreffen macht die neugierig, dann gehen die direkt dahinter hin und dann war's das wieder. Hubertus, you're the man. Dank den Heuschrecken von Johann. Jawohl. Aber krass, was wir jetzt alles schon ausprobiert haben, wa? Ja. Trockenfliege, Nymphe, Spinner, Wobbler, alles. Aber den Grashüpfer wollte er haben. Credits to Johann. Credits to Johann.
Johann, wink mal. Danke dir. Ja, machen wir das nochmal, ne? Ja. Du bist auch Angler? Bisschen schwer hier. Hallo, ja, ich bin auch Angler. Ja, was ist die beste Taktik hier? Mit Brot geht gut, mit Kirsche geht gut. Also wenn sie mal runter nach Klatze fahren, dann macht sie das auch eigentlich ganz gut. Hast du mich gerade gesiezt? Ja. Genau, wenn wir jetzt hier sind, hier unten ist die große Kreuzung. Aber hier kann man nicht was runterlaufen. Stell dich einfach so neben mich. Vorsicht, Mann. Alter, jetzt fast mein Auto gerammt. Das war die letzte Folge, an die du dich erinnern kannst? Ich guck mal bunt durcheinander, die mit den Hechten auf dem See in Ostfriesland oder so. Ah, okay. Da war doch genau. Einmal auch so eine, wo der Wittgern Fisch gefangen hat, ne? Wir laufen jetzt am Fluss entlang und spotten jetzt die Döbel und schmeißen die mit Brotflocke an. Mach doch mal eine klar hier, eine Brotflocke. Ja, einfach voll easy, ne? Einfach schön Einzelhaken dran gebunden, knet bis Anzeige rein. Prinzip Brotflocke nennt sich das. Kann vorgehen, ne? Mit meiner kurzen Hose. Hat er ihn? Jawohl, hat geklappt. Guter? Ja, ein schöner Fisch. Jawohl. Geiler Fisch. Schön, der Kopf ist so geil. Alter, wow. Geil. Toll, schöner Fisch. Geile Nummer. Richtig schöner Döbel. Toll. Ja. Jawoll. Geil. Boah, sauber, Viktor. Geil. Aber die sehen ja richtig heftig aus, mit den roten Flossen und so. Ja. Bäm, bäm, bäm. Richtig mega geile Angelei. Fast wie Fliegenfisch und so. Diese Topwater-Action, ne? Bisschen so wie das Pilken in Norwegen auf Dorsch, so in 100 Meter Wassertiefe mit 200 Gramm Pilken. Ne? Mhm, total. Also wirklich, Hubertus, ja. Ich glaube, es war wieder zu heiß heute für Hubertus. Warte, da kommen welche. Hast du ihn? Ja. Jawohl. Juhu. Oh, der hängt da irgendwo im Kraut. Muss ihn rausziehen. Schön. Schönes Ding. Wow. Boah. Theo, willst du den letzten fangen? Nee, ist alles okay. Komm. Sei ruhig ehrlich. Nee. Du bist Theo. Geil, komm, wir sehen es dir beim Gesicht an. Wir erwarten jetzt von dir, dass du jetzt den letzten fängst. Clip? Nee, hat ihn nicht. Ah, schade. Alles egal. Noch ein Stück Boot haben wir noch. Okay, letzte Chance. Letzte Chance. Mach an. Läuft. Jawohl! Jawohl. Sauber, Theo. Geil. Alter. Guter, ne? Ja. Boah, schöner. Der beste bisher. Hängt der okay? Gut? Hängt der gut? Ganz ruhig, dann kriegen wir ihn schon. Hast du gehört, was er gesagt hat, ja? Ja. Du sollst mal ein bisschen ruhiger sein. Nein, ich hab gesagt, wir machen das ganz ruhig. Und dann wow! Alter! Der ist schon ganz ordentlich. Das ist eine Maschine. Eine Maschine, ey. Geil, das ist eine richtige Döbelmaschine. Der Theo hat halt jetzt mal gezeigt, wie es geht, ja, ne? Wow, Alter. Gut. Bam, sauber. Bam, Leute, das war doch mal richtig fett jetzt, oder? Ja, ja, war Hammer. Das war sehr cool. Das ist mal was ganz anderes halt, ne? Ja. So back to the basics wieder. Ich würde sagen, wir bleiben beim Topwater jetzt. Ja. Ne? Jetzt also, noch ein paar dicke Hechte. Genau. Also wie dick, weiß ich nicht. Aber Sebastian hat mir gesagt, diesen Kanal, der ist nur einen halben Meter tief, also fast wie hier alles zugekraut und da sind Hechte drin ohne Ende. Geil, ich bin gespannt. Also jetzt gibt es eine Frog-Action, Leute. Bam, Victor. Also bleib dran. Gut. Wie viel kostet die Route? Die ist nur 150.